Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Minish Cap. Ich bin eure Quadlet-Stanze und wir machen hier mal fröhlich weiter, wo wir aufgehört haben. Ich muss noch mal ganz kurz aus dem Spiel rausgehen. Geht sofort weiter. Das ist nämlich hier super laut auf meinen Kopfhörern. Ja, so ist das besser. Alles klar. Jetzt habe ich irgendwie gespeichert. Wollte ich gar nicht. Wie komme ich denn hier weg? Irgendwas stimmt nicht. Achso, ich muss Start drücken. Oh. Immer mal was Neues. So. Ich habe letztes Mal noch was entdeckt bei der Aufnahme. Da wollen wir gleich mal hinmarschieren, bevor ich das vergesse. Und zwar an der Stelle, wo wir uns klein machen konnten. Da war oben noch ein Durchgang. Und da bin ich gar nicht reinmarschiert. Und wir gucken uns mal natürlich direkt an, was da war. Das ist ja auch gleich hier um die Ecke. Machen wir es also mal direkt am Anfang, bevor wir uns auf die weitere Reise begeben hier mit unserem kleinen Link. Und zwar das hier, das habe ich übersehen. Da lassen wir uns einfach mal das Loch fallen. Hallo, mein Freund. Oh. Welch seltene Ehre, Besuch zu bekommen. Hier gibt es zwar nichts, aber bitte bleibt doch und ruht euch aus. Ja, hier gibt's was. Und zwar muss ich bei dir den Knopf drücken, genau. Und dann stellen wir fest, dass uns... Doch, ich wollte gerade sagen, da stellen wir fest, dass uns das Teil fehlt, aber fehlt gar nicht. Die beiden Fragmente passen perfekt. Jetzt geschieht etwas Wundervolles. Ja, wir haben ja schon gesehen, der hat so einen kleinen Rupi gehabt. Da werden wir halt ein bisschen Kohle bekommen wahrscheinlich. Käffchen ist immer wichtig. Oh, sie passen perfekt. Welch ein Glück wir haben. Jo, das haben wir. So, dann marschieren wir mal hier direkt wieder weg. Denn wir haben ja hier das letzte Mal unser Schwert gepimpt, sodass wir uns jetzt dreiteilen können. Und ich werde mal sehen, an welcher Stelle uns das hier überhaupt weiterhilft. Bevor ich hier lange quatsche und wieder aus Versehen mein Mikrofon ausmache, muss ich das eben nochmal hier festtapen. Ja, ich weiß, Vorbereitung ist alles. So, aber besser ich mache das jetzt, als dass ich es vergesse und dann nehme ich wieder hier irgendwie eine halbe Stunde ohne Ton auf oder so. Das wäre ja auch irgendwie Mist. Ah, schaut da mal. Habe ich das doch noch richtig in Erinnerung gehabt? So, gibt's hier was umsonst? Nee. Also nach oben. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, konnten wir eigentlich schon schwimmen? Ich glaube. Das war jetzt doof, ne? Genau, das war doof. Warum war das doof? Weil wir hier schon mal waren. Geld nehmen wir immer mit. Große Frage ist, kann ich jetzt hier... Ja, kann ich. Ach, guckt mal da. Sehr verdächtig. Das sieht aus mit dem Stein da wie so ein Höhleneingang. Aber ich schätze mal, dass wir dazu noch Fragmente vereinen müssen. Verdammte Unzucht. Hat er mich erwischt. Dezenter Hinweis mit den Bomben hier. Katsching! Und das Ganze nochmal und dann machen wir das diesmal etwas cleverer. So, gehen wir mal hier direkt nach oben. Ach, guck mal. 200 Muscheln gefunden. Sehr gut. Muss ich mich erstmal irgendwie ein bisschen bequemer hinsetzen. So. Da unten ist mein Greenscreen nicht ganz dicht. Ah, egal. Irgendwas ist immer... Stört ja nicht weiter. Zu sehen gibt es da auch nichts. Oh, was ist denn hier los? Hihihi, Narling, ziemlich finster, nicht? Ziemlich gruselig, oder? Was, du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gut, dann gehen wir. Ja, gehen wir mal mit der Lampe im Gepäck. Vielleicht sehen wir dann ja etwas mehr. Das ist eine sehr verdächtige Stelle hier mit den beiden Pfählen. Und da haben wir auch schon mal direkt was entdeckt. Was haben wir denn hier?
Hallo? Hier scheint jemand zu wohnen. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir einige Fragen über deine Abenteuer stellen? Natürlich. Das Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Nein, ich glaube, wir haben Erde zuerst bekommen. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, nicht? Ich glaube, auch das ist falsch. Der heißt nämlich Alberich. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Melta vom Gongolberg hat 7 Schüler, stimmt's? Ja, ich glaube, es waren 7. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Heißt die Frucht, die man isst, um die Minisch zu verstehen, Laberbirne? Nein, das war eine Quatschbirne. Ach, so ist das. Hat der jetzige König von Hyrule, Datus, einen weißen Mantel? Um Gottes Willen, die wollen ja Sachen von mir wissen. Ich glaube, der hat einen roten Mantel. Du hast all meine Fragen zu deinen Abenteuern richtig beantwortet. Deshalb werde ich dir helfen. Boah, Gott sei Dank, ey. Großen Pfeilköcher erhalten, jetzt kannst du mehr Pfeile tragen. Mögest du erfolgreich sein. Das war ja ganz schön schwierig, auf sowas war ich hier gar nicht vorbereitet, aber irgendwie konnte ich mich ja zum Glück noch erinnern, trotz der langen Spielpause, die ich hier hatte. Oh Gott. Ah, Reflexe auf jeden Fall noch vorhanden, aber ich habe ja auch gerade meinen Kaffee geschlürft. Gehen wir mal hier nach unten. Huch! Ach, guck mal, da ist noch so ein komischer Freak. Also ich glaube, das ist eine Abkürzung zurück. Da gehe ich jetzt nicht runter. Das wäre, glaube ich, irgendwie blöd. Insbesondere, weil wir ja hier oben weitermachen wollen. Katsching! Was steht hier? Oben. Ach, das wird so ein Go North, West, South, West in the Forest of Maze Rätsel sein. Links, ja. In Zelda 1 war es oben links, unten links. Ich bin ja mal gespannt, ob die das hier übernommen haben. Das wäre auf jeden Fall eine witzige Anspielung auf den Klassiker. Wie vorher. Links. Oben, links, links. Was macht der denn da? Lecky von Schlecky oder was? So, oben, links, links. Oben also. Oben, links, links, oben. Oben, links, links, oben, rechts. Ich muss mir das immer wieder vorher sagen. Oben, oh komm. Oben, links, links, oben, rechts. Oben, links, links, oben, rechts. Das heißt, wir müssen jetzt nach oben. Schön. Das hat es irgendwie gebracht. Was gibt's denn hier so? Hier gibt's jede Menge. Da brauche ich einen Schlüssel. Jede Menge Kram. Irgendwie das Gefühl, ich werde hier gleich von irgendwas überrascht. Oh! Wart, wer bist du denn? Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Das war jetzt aber ein bisschen sehr einfach. So, gucken wir mal, ob der hier noch irgendwelche Herzen sammelt von den Toten. Sieht aber nicht so aus. Und da kann ich jetzt das Feuer nicht löschen. Macht nichts.
Möchtest du Fragmente vereinen? Nee. Gibt's doch gar nicht. Diese Krähe, sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn hinterher und hol den Schlüssel zurück. Ja, okay. Die Krähe hat den Schlüssel geklaut. Wenn du zu langsam bist, wird sie dir entwischen. Du musst schnell sein, um den Schlüssel wieder zu bekommen. Okay. Jetzt ist sie nach rechts geflogen. Was prinzipiell nichts heißen muss. Ach, kommt schon, Kinder. Kann doch nicht wahr sein. Hat der blöde Vogel mir echt den Schlüssel geklaut? Und was meinen die mit schnell? Okay. Schnell heißt, du hast den Schlüssel also zurück. Du bist, was verträumt. Nun ja, jetzt können wir das Tor zum Friedhof öffnen. Schnell hieß in dem Fall, ich musste wohl dagegen laufen. Ich mach dir das Tor auf, sei vorsichtig. Mit dem kann ich immer noch keine Fragmente vereinen. Gehen wir nochmal hier in die Bude. Oh Gott, ist der schnell. Links, links, links. Oben, oben, oben. Den Rest des Wegs habe ich vergessen. Links, links, links. Oben, oben, oben. Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in Stadt Hyrule. Das stimmt. Da treibt er gerne Schabernack. Wie es ihm dort wohl ergeht? Du willst Fragmente vereinen? Probieren wir es aus. Ja, von denen haben wir ja noch massig. Yummy. Jetzt weiß ich es, so wird das Spiel noch spannender. Hahaha, ich bin schon so gespannt. Ich will gleich damit anfangen. Na, da sind wir ja auch mal gespannt. Okay, wenn wir uns später angucken. Na, jetzt wollen wir uns aber erstmal hier umsehen. Boah, Agrofand. Das sieht auch sehr verdächtig aus. Huch! Das war gar nicht geplant. Aber nehmen wir mit, ne? Ach, ne? Wisst ihr Bescheid. Kann nicht wahr sein. Matti Kotletti am Failen. Jetzt mal ein bisschen langsamer. Wir haben ja hier alle Zeit der Welt. Alter, der glitscht hier unten immer um die Ecke. Okay, ich muss einfach weiter nach oben gehen. Finde ich mich mal damit ab. Ja, ja, ja. So, jetzt aber. Herzteil erhalten. Schön. Noch zwei weitere und wir bekommen wieder einen ganzen Container dazu. Da oben sehen wir schon unser Ziel, aber ich gucke mich jetzt hier nochmal ein bisschen um. Die Grabsteine, die hier so ein bisschen abseits stehen, die sind ja doch verdächtig. Was haben wir denn hier? Nanu? Nanu? Ach. Her damit. Okay, hier kann man also irgendwas auslösen, wenn wir uns da irgendwie durchbewegen können. Das kann ja heiter werden, nachdem ich eben gerade schon so ein Theater gemacht habe. Komme ich denn da vorbei? Ach so, ich kann, okay.
Also habt ihr gesehen, die Geister, die können irgendwie da durchmarschieren. Wenn das jetzt nicht gerade ein Fehler war, das heißt, ich gehe jetzt... Nee, das war ein Fehler. Ha! Kann ich das hier noch irgendwie mir verschieben vielleicht? Ich muss erst mal gucken, wo ich überhaupt durchkomme. Also hier hinten würde ich durchkommen. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Ich brauche ja so ein Feld, wo zwei nebeneinander durchpassen. Was ist denn mit dir los? Habe ich doch gerade erst. Der will einfach nochmal. Käffchen. Warum habe ich nur bisher so viel Schabernack getrieben? Ich fühle mich erfrischt. Ich glaube, ich werde erleuchtet. Also Nack. Ich erwarte dich im Nirvana. Cool, jetzt können wir da reingehen, wenn wir klein sind. Gut. Ich bin aber immer noch hier mit diesem Rätsel im Gang. Also. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier nicht durchkommen. Ich muss mir das nochmal live angucken. Passen hier vielleicht zwei nebeneinander hin? Ja, es könnte sein. Ah, nee, aber so wird das nichts. Also nochmal. Da wird das auch nichts. Ah, shit. Da wär's gegangen. Okay. Vielleicht. Nochmal. Nee, das wird gar nichts. Gar nichts wird das. Kann sich nur um Stunden handeln hier. Ich komme da nicht vorbei, oder? Mit beiden im Gepäck. Muss das nochmal ausprobieren. Nee, so nicht. So, bisschen nach oben, bisschen nach da, bisschen nach da. Na, ich muss weiter hoch, wegen dem zweiten. Das ist auf jeden Fall schwierig. Kann ich höher als so? Nee, das geht nicht. Aha. Gucken wir gleich mal, ob das eventuell noch woanders geht. Nee, müssen wir wahrscheinlich gar nicht, ne? Gott sei Dank. Rein in die gute Stube. Ach du Scheiße. Es ist zwar das Grab des Königs von Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wo müssen wir wohl hingehen, um König Gustav zu treffen? Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn wirklich treffen möchte. Alter Schwede! Kann ich dich anzünden? Ich kann dich anzünden. Und dann wirst du zu einem Skelett. Das ist ja richtig witzig. Kleiner Schlüssel erhalten. Er öffnet Türen und so weiter. Wie groß wird denn das hier? Ach, ich habe ja noch keine Karte. Ich bin ja auch ein Vogel, ne? Okay. Ja, ich wollte's nicht. Machen wir das mal so an der Stelle. Aber das funktioniert nicht. So funktioniert's. Okay.
Tür war nicht gut. Mitte war gut. Da brauchen wir zwei Schlüssel. Ich denke mal einen links, einen rechts. Ach du Heiliger! Ich mag sowas ja nicht so gerne, ne? Obwohl das jetzt eher überschaubar war. Kleiner Schlüssel erhalten. Kann ich hier irgendwo sauber... Benutzen wir den mal direkt und dann... Dann schauen wir mal auf der Seite. Scheiße, da konnte ich jetzt nicht ausweichen. Das war ein ungünstiger Augenblick. So, jetzt schnell. Auch das ein eher überschaubares Rätsel im Vergleich zu dem Friedhof eben. Oh, um Gottes Willen. Irgendwie überlebt. Wollen wir mal schauen, was hier wieder auf uns wartet. Erstmal mache ich hier Licht an. Wenn das geht. So, du kannst mich mal. Hehe. Scheiße. Alter Schwede, macht der viel Schaden. Der hat ja richtig viel Schaden gemacht. Ich frage mich gerade, ob es hier auch eine bessere Rüstung gibt, wie das noch bei... Dings der Fall war bei Zelda 1. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Buhai, einfach nur um zu gucken, ob ich hier vielleicht noch ein Herzchen kriege. Das scheinen ja alles nur Opfergaben zu sein. Da haben sie kleine Rupies hingestellt. Die haben es halt nicht so mit Herzenopfern, ne? Komm, irgendjemand wird doch hier sein Herz hinterlassen haben. König, der ist doch mal so ein Opfer wert, oder? Nee, ist er nicht. Gut. Uah. Kind! Kind, dass du versuchst, meine Erbin Zelda zu retten. Sei willkommen, mein Name ist Gustav, der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule, dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja, das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Glücksfragmente erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Nanu, der König von Hyrule, hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Die Quelle von Hyrule also. Wo mag sie sein? Und wir werden rausteleportiert. Das ist sehr freundlich. Da muss ich das nämlich jetzt nicht alles nochmal machen. Hast du noch was auf dem Kasten? Hey. Nee, der will nicht mehr. Jetzt gehe ich aber nochmal zu dem komischen Totengräber. Wie ist der? Boris Becker oder so? Nicht Boris der Bäcker, sondern Boris der Totengräber. Und seht da mal, schon will er Fragmente vereinen. Das ist doch ein Hauch von Schicksal. Dum, 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 dum. Oh. Okay, passt perfekt. Das ist ja auch direkt um die Ecke. Lass mich nochmal rein. Und nochmal. Ach was. Zeig mir alles. Ah nee, nicht schon wieder da unten. Oh, das ist ja so weit. Aber da können wir hinfliegen. So, mal gucken, ob der noch was will. Nee. Alles klar. Dann gehen wir erstmal hier oben ums Eck. Denn hier hat sich irgendwo was geöffnet. Da nämlich. Was haben wir hier? Wer bist du denn? Gib mir erstmal deinen Schatz. 100 Muscheln. Die sieht ja witzig aus. Du hast den Grabstein weggeschoben. Jetzt kann ich endlich nach draußen. Aber ich fühle mich so allein hier.
komme mich ab und zu besuchen, ja? Ich sammle inzwischen viele Fragmente. Okay, viele Fragmente heißt, hier müssen wir ganz oft hin und mit Rosa Genie Fragmente vereinen. Das ist in der Stadt. Schön. Ja, das passt perfekt. Da bin ich aber froh. Jo, und ich erst, Schätzelein. Komm, das machen wir gleich nochmal. Okay, da kriegen wir nur... Keine Ahnung, was wir da kriegen. Ich nehme mal an... Kohle. Vielleicht auch irgendwas Nützliches. So, nochmal hin. Sie sagte ja viele. Okay, jetzt hat sie erstmal keinen Bock mehr. Aber wenn man sich zweimal so vereinigt hat, ne, da muss man auch mal ein bisschen Pause machen. Ne? Ist ja klar. So. Gehen wir mal hier nach unten. Ach so, links, 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 oben, oben, oben. Ne? Den Rest habe ich vergessen. Also links. Links. Oh komm, nerv mich nicht. Ich will einfach nur durch. Links. Oben. 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 Ach, guck mal. Den Rest habe ich vergessen. Der Rest ist einfach eine Kiste. Muscheln nehmen wir natürlich mit. So. Und ab dafür. Jetzt können wir hier auch die Abkürzung nutzen. Geh weg. Ey, habt ihr das gesehen? Das ist ja auch ein geiler Effekt. Die Frage ist, ob man dadurch trotzdem die Items bekommen kann, die eventuell unter den Büschen sind. Ja, aber gefällt mir ganz gut. Waldrodung Zelda-Style. Natürlich eigentlich nicht so schön. Bist du irgendwas? Nein. Können wir springen? Haben wir eine Feder? Nein. Ich weiß, dass wir irgendwann hier diese Glocke läuten müssen, aber dazu müssen wir erst springen können. So, da unten haben wir uns jetzt den Weg aufgemacht. Lass mich durch, bin neugierig. 200 Muscheln mal wieder. Ich muss jetzt mal gucken, wie viel ich davon habe. Weil, ja, ich habe 999. Das heißt, ich müsste irgendwann eigentlich mal diese Teile eintauschen, obwohl ich das nicht vorhatte. Vielleicht mache ich das off-cam mal irgendwann, weil das dauert echt super lange. Nehme ich den jetzt mal. Das da brauche ich gleich. Ein Glücksfragment. 300. Kaufen. Wer weiß, wenn wir das nochmal gebrauchen können. So. Und hier unten beim Geist können wir ja jetzt reingehen. Jetzt muss ich nochmal kurz schauen, wo wir uns klein machen können. Hier können wir uns klein machen. Katsching, katsching, katsching. Was haben wir davon? Nanu, das Glücksfragment ist weg, Gaga. Ich kann es Anju nicht zurückgeben, aber ich bin froh, dass es weg ist. Hä? Anju? Aua, 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 aua. Ich werde hier tot gepickt. Boah, weg hier. Boah. Was sind Gespenster? Okay, hier gibt es also jetzt erstmal nichts Neues weiter. Da machen wir uns mal wieder groß. Hui. So. Checken wir mal die Karte ab. Ah Gott, hier können wir ja noch ganz viel machen, ich erinnere mich. Okay. Dann gehen wir mal in den komischen Laden. Wo war denn der gleich? Hier, glaube ich. Nee, aber hier kann man Sachen kaufen.
aber nichts, was mir irgendwie nützlich ist. Er war das. Wer bist du denn? Oh, ein Kunde. Warum ich einen Glücksspielsalon habe? Weil man beim Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Testen wir das einfach nochmal. Ich spiele auf fies natürlich. Das haben wir ja eben freigeschaltet. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier machen müssen. Schön! Du hast 30 Rubine gewonnen. Lassen wir das mal. Reicht. Unsinniges Spiel. Also, da gibt's bessere Methoden, Geld zu farmen, glaube ich. So, jetzt ist da noch irgendwas in diesem gelben Haus. Ist das nicht das gelbe Haus? Kann hier aber keine Fragmente vereinen oder so. Hm. Was ist mit dir? Achso, du hast neue Fragmente. Unten rechts den Eingang. Achso, der zeigt auch Sachen an, die wir schon abgecheckert haben. Alles klar, dann würde ich sagen, ich gucke nochmal auf die Karte, wo wir das nächste Mal hin müssen. Ich glaube hier oben zu dem Wasserfall. Boah, ja, Quatsch nicht. Das mit den anderen Fragmenten und so, das mache ich später mal. Also hier, ne, wisst ihr Bescheid, da unten in dem Tempel, das, was wir eben auch noch bekommen haben. Das interessiert mich jetzt im Augenblick eher weniger. Mich interessiert, wo wir hier weiterkommen. Diese komischen Tingles da, da muss ich mal schauen, ob ich mit denen überhaupt schon, oh, guck mal da, die Fragmente vereint habe mit allen. Wo bin ich denn jetzt überhaupt mittlerweile? Nee, da will ich eigentlich nicht hin. Obwohl wir ja jetzt schwimmen können. Hm. Ja, ich glaube hier, das bringt nichts. Das bringt nichts. Also wieder zurück. Hier waren wir ja auch erst kürzlich. Ich muss irgendwie nach links, nach oben und dann wieder nach links, nach rechts. Genau, Seelawasserfall. Da wollte ich hin. Jetzt gehen wir hier erstmal tauchen. Aber auch da brauche ich dann ein Fragment wahrscheinlich. Hier waren wir schon. Moment mal, aber ich habe doch gesehen. Ah, hier kommen wir nicht nach unten. Das ist aber auch gemein, ist das hier. Halt! Das ist wieder so ein Arsch, ne? Natürlich ist das so ein Arsch. Der kann mich mal. Und auch die komischen Rupees da, die werde ich mir mal sparen. Na, hier müssen wir wieder alle Wände checken. Hier scheint aber nichts zu sein. Und hier einer? Nee. 50 Muscheln. Und Rubine. Okay, und da unten sehen wir, da können wir uns auch durchgraben. Und mal gucken, wie man da hinkommt. Das ist da im Wasser, da können wir also momentan noch nicht rein. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Uiuiui, Tiffy! Das war aber richtig knapp. Ui, 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 ui.
Ja, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Soll aber auch egal sein. Ich mache an der Stelle einfach mal einen Cut. 35 Minuten sind voll und schaue doch nächstes Mal wieder rein. Das heißt, Let's Play Zelda Minish Cap mit der Kotelettschanze. Bis dann.